Ihr werdet gewiss in einer der Akademien empfangen und dort nächtigen. Die magische Rüstung, die soll wohl irgendwo hier in der Nähe sein, wenn ich, ich habe es nie mit Plänen und mit Karten. Ich frage mich meist bei ein paar netten Kindern umher, die mir dann für ein paar, nun ja, Münzen den richtigen Weg nennen können, aber sie haben mich wohl durch die falschen Orte geführt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich jetzt gerade bin und wie ich jetzt auf diese. Er guckt auf Jalan, auf den Umhang, auf die Zierde, auf eure Kollegen getroffen bin. Und John, zuallererst dürft ihr den Kindern nicht trauen, sie erzählen selten ein wahres Wort. Ich Zu bin etwas anderem. weltfremd, wenn man dies so sagen kann. Zu anderem ist es wohl ratsam, wenn ihr meine Brüder trefft, das Siegel direkt parat zu haben. Das vermeidet Missverständnisse. In diesen dunklen Zeiten gibt es leider etwas übereifrige Gesellen. Das liegt daran, dass einige übereifrige Magier in jeder Ecke lauern, die darauf warten, unser Reich zu schwächen. Das jedoch ist keine Ausrede. Recht muss Recht bleiben. Macht euch darum Wer die keine Harmonie Gedanken. stört, nun, der hat keine Ausrede. Macht euch keine Sorgen, ich werde dafür sorgen, dass eine ordentliche Beschwerde an den Hauptmann gerichtet wird. Und ihr werdet natürlich zur Akademie begleitet. Dafür trage ich Sorge. Herzlichen Dank, Kollege. Nun, meines Wissens ist der Turban und mein Magiergewand mit den Siegeln und den Runen dem Codex Albiricus zugehörig, zumindest dem erweiterten Cantus, und daher sollte dies die Rechtskunde von euren Praios-gefälligten Streitern nicht betreffen. Wie gesagt, ich kann mich auch irren, solche Streiter des Herrn Praios haben wir bei uns in den Thulamidischen Landen nicht. Auch in Punin machen sie sich sehr rar, da haben wir nur die Schwarzgewandeten herumlaufen. Und all diese Orte sind ärmer dafür. Nun, wie gesagt, wenn eure Kleidung Kodex getreu ist, solltet ihr nichts weiter zu befürchten haben. Seid zumindest bedankt, ich werde mir eure Namen merken. Natürlich kenne ich den Herrn Greifenmund und Magister Jemorenes bereits. Darf ich forschen nach Raphim? Zumindest dem Namen nach. Rafim, ja. Ein Streiter aus Al-Anfa. Ein Streiter aus Al-Anfa. Ihr seht sehr kräftig aus. Und schweigsam seid ihr auch. Entschuldigt, entschuldigt. So viel Essen, da muss man sich mal kurz freuen. Ich wollte euch gerade noch vorschlagen, wenn euch diese Lande nicht zusagen, besucht uns doch mal in Al-Anfa. Da würde man euch nicht so behandeln. Ein Mann von eurem Stand, einen Magister. In der Tat sind die Golgariten ein wenig gefestigter. Bei uns kennt man noch den Respekt. Zumindest könnte ich euch allen Fahnen noch eine ganze Menge beibringen. Ich habe gehört, nun ja, die Entschwörung sei bei euch noch in den Kinderschuhen. Das müsstet ihr die Magier fragen. Allerdings würde ich sie nicht fragen. Ich habe einige Verwandte an der Akademie. Vielleicht kann ich sie euch eines Tages vorstellen. So, Rafim, Kind des Wagemuts. Diesen Namen werde ich mir merken. Sicherlich wird auch diese schwere Gestalt sehr beeindruckend auf die Bannstrahler gewirkt haben. Wer seid ihr? Ich bin einfach Rafim. Ich Mitglied sprach der mit dem Bajani, Basaltfaust. verzeiht. Karinor, Lehrer der Leidenschaft, meine Freude. Ah, der Navigator, von dem in den Berichten gemurmelt wurde. Das seid ihr doch, oder? Ja, auch das bin ich. Oder war das einer eurer Brüder? Nein, das war ich in der Tat. Ich habe einige Talente. Und ihr, ein Kind der Wüste? Kuntium, wenn ich das an der Nasenspitze richtig erkenne. Ömer nickt. Ja, Ömer. Ich helfe dem Hohen Herrn und man zeigt auf Jalan, dem Herrn, dem Hohen Herrn von Greifenmund zu Schneidermoor. Und ja, bin einfach nur Ömer. Also gut, dann so gut. Er ist mutiger, als er sich gibt. Lasst euch das nicht erzählen. Aber er ist ein hoher Kopter.
eher doch ein Mutramul, wenn man mich schon so nennt. Weniger ein Kopter. Mag er hin, mag er her, solange ihr euch an den Gesetzen haltet, könnt ihr euch nennen, wie ihr wollt. Entschuldigt für die falsche Bezeichnung, hoher Herr. Was ist der Unterschied zwischen einem Mutramul und einem Kopftanim? Die Art und Weise, wie man mit dem einfachen Folge umgeht. Und die Art und Weise, wie man zu exischen und drachischen Geschöpfen steht. Ihr seid für oder wieder die Echsen? Ihr könnt gerne in den alten Aufzeichnungen des Diamantenen Sultanats nachlesen. Diese Geschichte euch jetzt zu nehmen und eure Neugier hier an dieser Stelle sehr unbefriedigt zu lösen, wäre doch dem Geist eines Adeptus nicht ganz angebracht, oder? Ihr habt vollkommen recht. Aber wir haben ja noch genug Zeit in den nächsten Tagen. Ja, wie gesagt, ich werde mich in den Kammern der magischen Rüstung aufhalten und euren Namen werde ich im Hinterkopf behalten, falls wir uns noch einmal wiedersehen werden. Zu gnädig. Sehr erfreut, eure Bekanntschaft zu machen, trotz dieser Umstände. Ja, Morines. Ja, wenn ihr und eure Gruppe jemals wieder in den Besitz einer Dämonenarche gelangt, dann sagt auch rechtzeitig Bescheid. Das wäre zu verbindlich. Danke. Ich hoffe, dass wir sie nächstes Mal in einem Zug zerstören können. Sagt Ömer, seid ihr ein Kind der Straße? Ja. Ja. Könnt ihr mich hier zu der magischen Rüstung bringen? Natürlich. Ausgezeichnet, vielen Dank. Der Tee war übrigens sehr vorzüglich. Der Zucker lässt allerdings noch zu wünschen übrig. Nun ja. Ein guter Tee ist nichts ohne guten Zucker. Ja, die Versorgungslage in Gard ist in diesen Tagen etwas schwierig. Ich muss verzeihen. Aber beim nächsten Mal werde ich mich verbessern. Und mich von meiner besten Gastgeberseite zeigen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir diesen Fauxpas. Ja, Jelef ibn Yasafa verbeugt sich einmal groß vor euch und würde dann gemeinsam mit Ömer nur ein paar Meter in Richtung der magischen Rüstung gehen. Ömer kommt dann nach ungefähr 5 Minuten wieder zurück. Nun denn, ich will mal sehen, dass die Sache im Bahnstrahlturm richtig bearbeitet wird. Meine Herrschaften, treffen wir uns morgen früh. Wo? Hier? Nun, selbstverständlich. Gerne. Um 8 Uhr, sagt ihr. Zur Zarstunde. Nun denn, zur Zarstunde. Sicher. Hoffen wir. Eine geruhsame Nacht euch allen. Rafim, dürfte ich euch das Gästezimmer anbieten? Ihr habt noch keine Unterkunft, glaube ich, hier in Garat gefunden. Ich auch nicht. Ein Blick und ein undefinierbarer Gesichtsausdruck? Natürlich, immer. Sicher. Ich glaube, die gute Frau Protz wird noch ein zweites Bett hineinstellen können. Ihr seid das ja nicht so besonders. Von euch. Vielen Dank, hoher Herr. Nicht anspruchsvoll, nicht wahr? Ah, gut. Ja. Ich würde die Herrschaften dann und die Damen noch zur Tür begleiten. Ja, es gibt noch einige Orte, die ich heute besuchen muss. Und dann Frau Protz anweisen, noch ein tragbares Bett. Wie nennen wir das? Ein Baren? Ich nenne das. Fällt mir gerade nicht ein. Eine Liege in das Gästezimmer zu stellen, neben das Bett von Rafim. Ja, sie sagt, irgendwo im Stall, im Anbau steht noch ein paar Liegen, die hat sie damals rausgeschafft, die müsstet ihr dann aber selber hochbringen, könntet ihr dann aber natürlich tun. Ja, da würde ich das machen, würde die Liga holen und aufbauen. Ich denke, Rafim kann das dann auch tun, der ist stark. Ja. Komm, immer, ich zeig dir, wo die liegen. Ja, ist klar. Ist klar. Wenn wir dann im Stall sind, schaue ich immer an. Du hast immer ganz schön komische Freunde. Also wenn ich das mal so sagen darf. Naja, vielleicht bin ich der komische Freund. Ich meine, schau es dir an, das eine ist ein Magier. Der nächste ist jetzt ein Geweihter geworden und Grande.
Die übernächste ist hier Pfeil des Lichts und Magierin. Dann ist da noch jetzt hier der hohe adlige Herr von Greifenmund. Ich glaube, da bin ich eher der komische Typ. Als ganz einfacher Typ von der Straße. Habe ich so jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Du magst vielleicht recht haben. Aber so viele Magier auf einem Haufen. Ach. Ja. Da klopft sich so auf die Ehrenlederrüstung. Naja, ich versuche mich als Söldner mittlerweile, dass ich so ein bisschen. Ah! Sehr gut, sehr gut. Schon erfolgreich in Schlachten gestritten. Wir haben einmal gegen Darion Palligan gekämpft und haben dabei den Dämonensplitter verloren. Sind aber lebend rausgekommen. Und wir haben mal einen untoten Drachen getötet. Dabei haben wir aber einen Gefährten verloren, einen zwergischen Kämpfer, der sich vor allem mit der Bekämpfung von Drachen gut auskannte. Nur wie ironisch. Ja, ich weiß nicht, ich stand erst weiter weg, ich bin Bogenschütze. Ich habe den Drachen die ganze Zeit auch so 40 Schritt mit Pfeilen behakt. Und die anderen haben im Nahkampf gekämpft. Klingt mir nach einer vernünftigen Strategie. Aber das Wichtigste ist Überleben, da hast du schon recht. Also bist du nur reiner Bogenschütze? Ich habe ein bisschen gelernt, mit dem Säbel zu kämpfen. Ich wollte mir von Abelmir immer mal, und Abelmir kann ganz gut mit dem Säbel kämpfen. Ja, stimmt. Wollte ich mir von dem mal zeigen lassen, wie das mit dem Säbel genau geht, aber ja, ich habe mir irgendwann mal so einen teuren Säbel gekauft, irgendwie für, ich glaube, 700 Dukaten und ja. Was? Seitdem habe ich den und jetzt warte ich eigentlich darauf, dass ich endlich mal damit kämpfen kann. Wie viel? 650 bis 700 Dukaten und wie so ein Dreh gekostet. Ich würfel jetzt eine Menschenkenntnis, obwohl ich weiß, dass er die Wahrheit sagt, weil Rafim das nicht glauben kann. Du wollt ihr mal sehen? Ja. Ja, reicht dir den Säbel rüber. Also ich merke vermutlich zumindest, dass der Säbel unglaublich gut gearbeitet ist, richtig? Ja, der hat eben plus 4 Trefferpunkte und ist unzerstörbar. Du merkst, Rafim haut ihn so einmal auf den Boden. Meine Güte! Was habt ihr getan, um das... Er meinte irgendwas von wegen 33.000-fach gefalten oder so. Ich bin nicht ganz sicher. Ich kenne mich mit dem Schmieden nicht aus, wie das genau funktioniert. Du merkst, er reicht ihn dir zurück. Ich bin beeindruckt. Mehr als beeindruckt. Wenn du mal das Betteln aufgeben willst, kannst du dich vielleicht bei uns... Obwohl, naja, du probieren kannst es bestimmt. Kannst dich aber bei uns bewerben. Wer ist denn uns? Wir sind die Basaltfoss. Die legendäre Basaltfoss, die im Kurmkrieg alles gewonnen hat. Natürlich. Ich glaube, dafür bin ich nicht gut genug. Ach, das kriegen wir schon hin. Mit dem Säbel für 650 Dukaten, einen Drachen getötet. Ja, der Herzog hat damals gesagt, von Turbrin, dass wir uns Drachen tötern dürfen. Oh. Ich dürfte auch theoretisch irgendein Wappen tragen und dann diesen Drachen da drauf, aber überzogen den Schultern. Warum? Weiß ich nicht, das habe ich nicht gemacht. Kommt auf jeden Fall komisch, wenn du dann bettelst. Ja, das auch. Ja, gut, lass mich erstmal die Liege tragen hier für unseren Drachentöter. Ja, er nimmt die Liege in eine Hand und dann führt er dich zu seinem Zimmer. Ja, ich glaube, an eure Muskelmasse werde ich wohl nie rankommen. Ah, das schaffen wir noch. Gar kein Problem. Vielleicht könnt ihr mich ein wenig in Muskeln trainieren. Wenn ihr dann euer Training macht, dass ich etwas mitmache. Das ist eine vernünftige Idee. Du merkst, er guckt sich ein wenig um, schaut nach links, schaut nach rechts. Aber was könnten wir hier denn nehmen? Ah, ich will hier nichts kaputt machen. Das wichtigste Training ist das Essen. Ja, aber das hatten wir schon. Ja, wir kümmern uns da morgen drum. Wenn wir Zeit haben, können wir mal... Weißt du, wo der Chortempel hier ist? Ist hier einer? Garay hat, glaube ich, keinen Chortempel, so wie Kunjung. Schade. Tempel des Manticore. Ah, doch. Vielleicht... Doch, gibt's hier? Ja, es gibt außerhalb. Beim Romulisator gibt es den Tempel des Manticore. Ist das Südtor? Nach Osten weg. Also da, wo nach Meilers damals Grund. Das Bier. Ja, am Osttor. Das am Osttor, da ist in der Nähe. Da gibt's einen kleinen Chortempel hier. Den können wir ja mal besuchen.
wenn wir Zeit haben. Ich war da noch nie, aber ich finde da bestimmt den Weg hin. Nimmst du denn jetzt an diesem Turnier teil? Ja, ich werde als Bogenschütze teilnehmen. Ich meine, ich bin ja hier durch dieses Schreiben da jetzt hier eingeladen, dann nehme ich daran teil. Ja gut, das stimmt. Weißt du denn, was man hier gewinnen kann? Lohnt sich das? Ach, ich mache einfach nur mit, weil das so viel Spaß macht. Ja gut, du kaufst dir auch Säbel für 56 Dukaten. Die du nie benutzt. Ja, ich habe irgendwie so eine Leibrente von 400 Dukaten, die ich bekomme und manchmal weiß ich nicht, wohin mit dem Geld und dann kaufe ich mir solche Sachen. Was ist denn eine Leibrente? Ja, ich bekomme jedes Jahr 400 Dukaten, ob ich will oder nicht. Max Rafim schaut dich mit großen Augen an. Aha. Und er stellt die Liga auf. Und weil wir die große Stadt Helmenport befreit haben da auf Maraskan. Ich glaube, wenn die kaputt geht, dann bekomme ich das Geld nicht mehr. Aber solange die existiert, bekomme ich das, glaube ich. Ich glaube, daran ist das gebunden gewesen. Gut, beim ersten Mal gab es noch 600 Dukaten oben drauf. Da hatte ich dann irgendwie 1000 Dukaten. Dann wusste ich nicht, wohin damit. Dann habe ich mir den selber gekauft. Aha. Dann hast du dir gedacht, du gehst wieder betteln? Ja, das habe ich dann. Fast. Dann waren wir jetzt sozusagen. Dann ist ein Jahr vergangen und da habe ich mich eigentlich noch ganz wohl gefühlt. Da hatten wir natürlich den Schlitter verloren, aber das hat mich seelisch nicht ganz so schwer mitgenommen. Und dann sind wir hier in die Schwarzen Lande gegangen, nach Yolgomak. Das ist alles ein bisschen komisch und dann, keine Ahnung, ich habe da irgendwie 800 Dukaten gemacht mit Wetten und dann bin ich da wieder weggegangen und. Ja, dann ging es mir aber ziemlich gut, obwohl ich das ganze Geld hatte und dann bin ich dann erstmal wieder betteln gegangen. Aha. Dann war jetzt ein Jahr Pause und dann kamen die wieder an und sagten mir, hier, du kriegst ja wieder deine 400 Dukaten in Helmenport und ja. Ja, jetzt habe ich mein Geld und ich fühle mich auch wieder besser, nachdem ich betteln war. Das hat mir echt geholfen, das Geld war nicht so wichtig. Das freut mich. Aber warum hast du dich dann noch nicht zur Ruhe gesetzt? 400 Dukaten? Merkst du, er fängt an mit seinen Fingern ein bisschen zu zählen. Was du dir alles leisten könntest jeden Tag. Ja, ich habe mich doch zur Ruhe gesetzt. Ich bin tagsüber betteln gegangen und abends habe ich sozusagen mit Freunden gequatscht. Aber das ist einfach nicht so. Das ist das mit den Granten, die sagen auch immer, Geld ist nicht so wichtig. Vielleicht hatte ich einfach noch nie genug Geld, damit ich das mal sagen kann. Ja, okay. Hier ist auf jeden Fall deine Liege. Ja, danke schön. Weißt du, bitte. Siehst du, kann ich hier kostenlos übernachten und ich mag Abelmir, der ist ein toller Typ. Außer, ja, als er einmal von Staubtreter da den Bauch aufgeschlitzt bekommen, das fand ich nicht so gut. Was hat er gemacht? Naja, der hat in Yolgomak gekämpft und da hat er gegen Staubtreter gekämpft, einen Chorgeweihten. Und dann hat der Chorgeweihte irgendwie. Ja, zugeschlagen und irgendwann hat der Magier nicht mehr die Parade geschafft und dann hat er ihm den ganzen Bauch aufgeschnitten. Ach so. Ja gut, ein Duell gegen den Korgeweiden kann man mal verlieren, das stimmt. Die sind harte Jungs. Doch. Jetzt aber dann hat er ihn auf jeden Fall jahrelang wieder zurechtgestutzt. Der hat dann Staubtreter auch wieder besiegt und in den Staub getreten. Ah, der Priot. Ja, der ist richtig gut im Kampf, der ist richtig stark. Der hat uns so eine komische Technik drauf, dann schlägt er so um sich und dann springen die ganzen Leute alle einen Schritt zurück, fliegen fast schon einen Schritt zurück, wenn sie jetzt hier getroffen werden. Ganz, ganz interessante Angriffstechnik, die ich noch nie gesehen habe. Klingt ja wie so ein Kind, das vor sich her hin und her schlägt, oder wie meinst du das? Ja, der trifft auch teilweise drei oder vier Leute, wenn die um den rumstehen. Danach stehen die alle einen Schritt von dem weg und die müssen erst wieder rangehen und dann kriegen die teilweise, wenn die wieder auf den zulaufen, nochmal eins in die Fresse. Der hat eine ganz, ganz komische Kampftechnik, aber die ist total effizient. Also ich traue mich nicht, gegen ihn zu kämpfen. Was macht ihr denn mit dem Herrn Praios? Wollt ihr doch eher zum Herrn Chor, wenn er komisch kämpft. Die haben doch gar nichts gegen. Naja, der ist Adliger. Ich glaube, das festigt seinen Status, dass er jetzt hier ja Adliger ist und über alle Nicht-Adligen herrschen darf und so. Manchmal sind die Mittelreicher komisch. Naja, was will man tun? Jetzt hast du mich aber für einen Abend genug geschockt. Du merkst, Rafim lässt sich auf seine Liege nieder. Oder auf sein Bett, das vermutlich erstmal so 20 cm einsinkt.
könnt euch dann wie kleine Kinder noch die halbe Nacht über ein paar Geschichten erzählen. Die Hälfte davon erlogen und die andere Hälfte davon wahr. Und ja, ein paar Geschichten aus dem Dschungel. Irgendwann kommt Abel mir rein. Jetzt ist aber mal Ruhe. Muss er ein paar Mal reinkommen, bis es da endlich Ruhe ist. Ja, was machen die anderen? Wahrscheinlich Kiaras möchte auf Tempelhöhe übernachten, im Raya-Tempel vermute ich, ne? Ja, es gibt zwei Orte, die ich besuchen müsste. Einmal den Tempel der Ekstase und einmal die Villa Karinor. Wo möchtest du zuerst hin? Erst Familie oder? Ich gehe zuerst zur Tempelhöhe in den Raya-Tempel, um ja, mich vorzustellen, zu beten. Ich möchte aber nicht dort die Nacht verbringen. Die Leute hier folgen ja doch schon einem anderen Ritus, als ich es tue. Ja, du kannst auf alle Fälle erkennen, dass es hier... Es ist zumindest eine ziemlich große Ansammlung an verschiedensten Leuten aus aller Herren Welt, die jetzt hierher kommen. Vor allem kannst du auch sehen, dass anwesend ist der mehrfache Geliebte der Göttin, Yabaduin, der schwarze Moha oder Utulu, du weißt es nicht genau, mit den zusammengefilzten Haaren. Er ist unglaublich hübsch. Mehrfach tätowiert, ein paar Rosen kannst du aus der Entfernung erkennen. Also es sind wirklich viele Geweihte hier anwesend und kannst dir da dann erstmal dich vorstellen. Kannst sagen, wer du bist und dass du jetzt hier gerne eine Bleibe haben möchtest für die Zeit, in der du ja hier in Gareth nächtigst für das Turnier oder wie lange auch immer du dann anwesend bleiben möchtest. Zumindest kannst du ja sowas bekommen. Ich denke nicht, dass ich hier eine Bleibe haben möchte. Wie gesagt, ich habe einen Verwandten, meinen Onkel, glaube ich, hier in Gareth, der hier der Botschafter ist. Und der hat eine große Villa. Okay. Und zwar die Villa Karinor, genau da. Korrekt. Dann ich denke, bei ihm werde ich unterkommen. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich hier diesen Tempel keinen Besuch abstatten werde, täglich. Und ein wenig von den hiesigen Freuden, von den hiesigen Gebräuchen kosten möchte. Mhm. Ja, kannst so du natürlich irgendwann rüberziehen in Richtung Heldenberg zur Villa Carino. Hier anwesend Kalman Carino, der Hausherr. Ein ja natürlich südländischer Gesandter aus deiner Familie. Schöne blaue Augen, ein gönnerhafter, meisterhafter Taugenichts, der hier in den Tag hinein lebt. Wie ein alanfanischer Grande mit politischer Bildung ebenso ist, verschwenderischer Pracht lebt er hier am Hof, hält ein paar Orgien, wie es dann eben, ja, Raya, wie man Raya ebenso frönt, auch hier ein unglaubliches Freudenhaus. Wie man es eben aus einem Raya-Tempel oder aus Alanfa kennt. Die Kombination. Und direkt gegenüber vom Institut der Reiterei. Wunderbar. Ja, da freust du dich doppelt und kannst dann da unterkommen. Wie stehst du zu Boronwein? Ich trinke es nicht. Ist natürlich, ich sag dazu nichts, ist aber natürlich eine Droge. Ja klar, es ist eine Droge, aber halt eher für Boroni zugeschnitten, weniger für Rayani. Ja, genau, aber vor allem macht das eben auch süchtig und hat schon seinen Grund, dass das eigentlich auf dem Wehrheimer Index steht. Ja, Alan hat ihn ja vorhin erst erneut einmal rezitiert, in Gedanken vor sich hingemurmelt, hat er die alle aufgezählt, hat er auswendig gelernt wohl und du hast wohl Gerüchte gehört, dass Kalman mit Boronwein handelt. Offiziell ist davon natürlich nichts bekannt, weil das würde seinem diplomatischen Status unglaublich schaden. Ja, wunderbar, da soll er machen. Ich meine, das ist Familientradition, der Drogenhandel. Ja, gut. Irgendwas Besonderes, was du hier machen möchtest, oder einfach nur Hallo sagen mit Pferde und mit Karinor und. Nein, wie gesagt, ich sag ihm Hallo. Ich biete natürlich auch meine Dienste als Raya geweihter Preis und ich denke mal, hier werde ich unterkommen und für die Weile wohnen. Ausgezeichnet. Soll so gelingen. Isarun, du nächtigst in der Magierakademie Schwert und Stab, direkt gelegen am 12-Götterplatz. Ganz genau. Da haben die Pfeile des Lichts nämlich ihre Räumlichkeiten. Genau. Die Pritsche ziemlich
wie es eben in einem Kloster normalerweise so ist, ziemlich karg und trist. Und das dient natürlich dann auch nur der Konstitution, damit man da dann eben nicht verweichlicht. Natürlich sind auch hier in der gesamten Magierakademie die ersten paar Vorbereitungen, damit man dann hier und auch in der magischen Rüstung die Seminarräume herrichtet. Du kannst auch schon die ein oder anderen Themen sehen, die auf schwarzen Brettern aufgehängt worden sind mit irgendwelchen Magiern, die sich da angekündigt haben, was sie so denn tun wollen. Es ist vor allem erst einmal alles voll mit weißer Gilde und auch eine ganze Menge, naja, das, was eben die weiße Gilde verkörpert. Vor allem ist eben auch sehr viel zu euer eigenen Merkmal, zu euren eigenen Merkmalen aufgehängt. Also ein Weißmagier aus dem Horasreich oder ein Weißmagier aus anderen Gebieten wird das wohl gar nicht so sehr interessieren. Aber die brennen eben dafür, im wahrsten Sinne des Wortes. Also dass du wohl glaubst, das könnte andere Magier nicht gar nicht so interessieren. Ja, das nehme ich so zur Kenntnis, aber interessiert mich nicht so wichtig. Also wir sind ja hier nicht irgendwie zur Volksbelustigung. Richtig.